Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wonders. Eventuell dem Finale der Hauptstory. Ich sag mal Hauptstory, weil es ja noch die Spezialwelt gibt. Heute wollen wir Bowser endlich in seinen finalen Hintern treten, also die nächste Map hieß ja laut seiner Aussage Bowsers Finale. Der krasse Beat, der läuft schon. Und ich würde sagen, let's go, treten wir Bowser in seinen Hintern. Der letzte Kampf, Bowsers Finale. Endlich haben wir es geschafft. Er hat sogar noch mal was da gesagt. Bowser Junior? Toll, ihr seid ja richtig weit gekommen. Aber das ist egal, denn jetzt ist Schluss mit Spielchen. Ja, ich weiß, du hast Gumbas, du bist unbesiegbar. Ich habe einen Plan in der ersten Reihe für Papas großes Finale. Platz, nicht Plan. Ihr ruiniert mir das nicht. Jetzt werden Sie sehen, wie groß und böse ich wirklich bin. Hier kommt mein super mega extra cooles Wunder. Klapp, klapp. Er hat sich selber ausgeschaltet. hier ist alles vergrößert. Ja, die Feuerblume kann ich hier mehr gebrauchen. Da oben ist was Böses. Ich spürte es. Tja, diesmal bin ich drüber gesprungen. Hi. Ich hoffe mal, ich sollte da drauf. Oh, hallo, mein blauer Freund. Wir schaffen das. Ja, das ist das Finale, wie cool. Sehr ja. Wollte gerade mal eben kurz gucken, ob es überhaupt diese 10er Münzen gibt. Alter, hier sind alle Gegner nochmal. Sogar König Buu. Alter, ihr müsst euch einfach die ganze Pracht geben. Der Level ist ja ends cool. Was zur Hölle? Ich pack mich ins Bild zurück, sobald wir bei Bowser sind, ne? Also beim wirklichen Bosskampf. Wieder die Schlangendinger. Fühlt sich wie ein einzelner Fiebertraum an, ne? Oh nein, Shiny, wie kannst du nur? Du hast eine Münze zurückgelassen. Ich
Oh. Ich habe so eine Art Supersprung bekommen. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit. Seid ihr bereit, unter meinen brennenden Pizzen zu schmelzen? Mein Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefesselten Publikum machen. Bowsers Finale. Und los geht's. Ich sehe schon, was ich treffen muss. Okay. Okay, man hat ein sehr gutes Timing in Hinsicht auf diesen Sprung. Die Hände kann ich auch kaputt machen. Eine Hand kaputt. Ihn kaputt. Oh, Bowser gibt gerade richtig guten Beat. Das ist ein Elefant gewesen. Nochmal Sequenz. Er hat eine dritte Hand bekommen. Eine Hand weg. Ich muss ihn nicht mal sofort treffen. Und noch eine Runde gehauen. Alter, ich genieße diesen Beat gerade, ne? Der ist endgut. Ich kann die Kleinen kaputt machen. Aber das betrifft auch nur die Kleinen. Oh, er legt noch mal einen drauf. Jetzt ist der Feld ja richtig fies. Gerade war ich richtig gut im Beat drin. Was will ich mit dem Bild? Also ich kann mein Item tauschen.
Komm übrigens mal ins Spielzeug. Oder auch nicht. Sequenzen, Leute. Bei Sequenzen bin ich immer aus dem Bild. Und das wisst ihr auch. Komm! Bam! Ein weiterer Königssamen. Der wollte noch mal ausrasten. Hallo. Das sind welche glücklich. Oh. Gucken wir mal, ob wir alle kriegen. Nee, einen habe ich verfehlt. Stimmt, gibt es irgendwas dafür, alles zu treffen? Ja gut, das war das Spiel, ne? Zumindest was die Hauptstory angeht. Wir haben ja noch ein bisschen was. Und das sind jetzt die Credits. Hi. Gute Frage, nächste Frage. Bleib gerade extra aus dem Bild, weil vielleicht kommt ja gleich noch was.
Ich muss auf jeden Fall sagen, das finale Level war auf jeden Fall cool. Der Beat, der hatte reingehauen. Der Bosskampf war besonders. Das Spiel an sich war ja auch besonders. Das, was mich enttäuscht hatte, war ja nach wie vor hier, dass das Spiel kaum Verwandlungen hatte. Das war das Einzige, was mich wirklich enttäuscht hatte. Wie geht? Ich kriege ein paar von den Sternen abgezogen, wenn ich getroffen werde. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir gegen Ende halt Sunny nicht mehr dabei hatten. Fandet ihr auch traurig? Aber da hatte ich ja euch ja gesagt, es gab technische Probleme. Deswegen hatten wir dann irgendwann gesagt, nee, komm, mach doch mal alleine weiter. Weil das so keinen Sinn gemacht hatte. Also das hatten Sunny und ich gemeinsam entschieden. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu ihm einfach gesagt hatte, wieso, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern es war wirklich einfach, ey, ist auch echt doof, wenn ständig nur technische Probleme da sind und Sunny entweder nicht richtig spielen kann oder gar nicht erst beitreten kann, weil das Programm irgendwelche Faxen macht. Aber hey Leute, ihr hattet mehr als das halbe Spiel ist Sunny dabei. Und Sunny hat das Projekt ja auch Spaß gemacht. Er wäre auch wirklich gerne bis zum Ende dabei geblieben. Er hätte im Programm nicht so Probleme gemacht. Aber Leute, wir sind damit hier auf jeden Fall noch nicht mit dem Spiel fertig, ne? Es gibt nach wie vor noch die Spezialwelt. Da haben wir noch nicht alles. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man was dafür bekommt, hier alle von diesen Aufstellern zum Beispiel auch zu haben. Oder alle Flaggen. Halt diese Komplettierungsbonusse. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch was kommt. Deswegen halte ich mich mit meiner Kritik bzw. meinem Review, Fazit etc. noch bis zum nächsten Part zurück. Da fliegt Bowser. Ja, ein bisschen schwer für Kamek, ne? Und sie leben glücklich und zufrieden. Komm bald wieder. Werde ich. Du hast das Spiel beendet, dafür erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon eine. Die Level, die du noch nicht gefunden hast, werden nun als Fragezeichen auf der Levelübersicht angezeigt. Der Laden hat neue Abzeichen im Angebot. Oh, jetzt hier zu sein, erinnere mich daran, wie alles angefangen hat. Wir sind zu so vielen Orten gereist und haben so viele Wundersamen gesammelt. Aber es muss mir erst Wundersamen und 10 Blumenmünzen geben, die wir bisher noch nicht gefunden haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten. Sie werden als Fragezeichen angezeigt. Wir können ja mal die Welten durchgehen. Aber vom Prinzip her sollte eigentlich maximal in einer Welt vielleicht so ein Fragezeichen anzeigen. Warte mal, wir können ja auf jeden Fall mal in jeder Welt auch bei den Shops vorbeischauen. Guck mal, wir können hier einfach durchgängig die ganzen Items hier haben. Beispielsweise durchgängig den Elefanten, durchgängig Feuer, durchgängig Seifenblase, durchgängig Bucher. Das waren ja schon mal 4 Abzeichen von denen, die uns fehlten. Damit fehlt nur noch ein einziges Abzeichen. Und das kriegt man bestimmt irgendwo in der Spezialwelt.
Glaube ich eher, dass es sogar vier waren von diesen durchgängigen Items. Ist natürlich ein bisschen schade, dass man das erst nach Levelabschluss kriegt, diese Teile da. Ich komme übrigens ins Bild zurück. Aber auch irgendwo verständlich. Ich denke mal, die anderen Läden werden jetzt nichts anderes im Angebot haben. Und was das Fragezeichen angeht, kann ich mir vorstellen, dass das eventuell maximal. Ja, guck mal, hier wären auch die im Angebot gewesen. Das maximal in der Spezialwelt erstens hier jetzt das neue Teil ist. Und dass hier irgendwo ein Fragezeichen angezeigt wird. Ich beam mich einfach mal in die Welt. Weil vom Prinzip her muss uns hier ja irgendwo was fehlen. Guck mal, goldener Münzenregen. Ich lauf mal rum. Vielleicht ist irgendwo noch so ein Ding. Sonst mache ich jetzt eben schnell noch den goldenen Münzenregen noch hinterher, ne? Da brauchen wir nicht noch mal reingehen. Ich denke mal, da haben wir alles. Ja, ich denke mal wirklich, dieser goldene Münzenregen ist jetzt als einziges halt noch dazu gekommen. Hier geht es weiter in die Spezialwelt. Aber das hier fehlt uns ja. Ansonsten gucke ich wirklich, dass ich einfach mal nach der Folge nochmal gucke. Vielleicht habe ich hier irgendeine Spezialwelt übersehen. Hier ist dieses Münzenmagnetding echt nett. Ich ja richtig Münzen geschenkt. Alle gesammelt. Okay, das habe ich jetzt mitgenommen, aber das war nicht das Level, was gefehlt hat. Hatte ich hierauf folgend das Speziallevel mitgenommen? Nee, das Level habe ich noch nicht gemacht. Blüteninsel Spezial Gumba Turnstunde. Aber irgendein Level muss uns ja trotzdem bei dem vorherigen, also bei den Blüteninseln noch fehlen. Ich würde einfach sagen, das gucken wir alles beim nächsten Mal. Dann gibt es noch einen Spezialpart. Ihr kriegt wahrscheinlich wirklich einfach alle Folgen diese Woche, die noch fehlen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Der dann wirklich hoffentlich der letzte Part ist. Bis dann, sage ich mal, ciao und bis dann.